Ich habe einfach eine Erfahrung gemacht, dass wenn man außerhalb des Tarifs dort bezahlt wird, mit ganz vielen Vergünstigungen, gibt es eine Art Fürstentum, eine Art, man ist halt Direktor mit allen Privilegien und auch gekoppelt mit einer Hierarchie der Angst. Wer sitzt mir gegenüber? Vielleicht zuerst die Dame. Wir duzen uns übrigens, weil wir uns schon sehr, sehr lange kennen. Ich weiß, dass du, glaube ich, in Erfurt geboren bist. Ist das richtig? Stimmt. Ja. Mhm. Aber mehr will ich nicht sagen, dann kann ich das Interview mit mir selbst führen. Ja, ich bin in Erfurt geboren, habe an der Humboldt-Universität nach dem Abitur Kultur- und Musikwissenschaften studiert und bin sofort danach zum DDR-Rundfunk gekommen. Habe dann 10 Jahre DT64 gemacht. Erst war es ja nur eine Nachmittagssendung und wir haben das dann in den 80er Jahren zum sogenannten Vollprogramm entwickelt. Daher kennen wir uns ja auch. Und nach der Wende, nach der sogenannten Wende, war ich beim Sender Freies Berlin, später dann RBB, knapp 15 Jahre lang. Habe Inforadio moderiert, habe Fernsehen moderiert, habe Features gemacht und parallel aber immer schon alle möglichen anderen Dinge, Menschen gecoacht in Sachen Kommunikation, moderiere Tagungen, Kongresse, Podiumsdiskussionen. Und das mache ich bis heute. Ab und zu schreibe ich mal ein Buch oder ein Buch mit. Und zwar das Buch mit Marco Kirchhoff. Wenn Sie sich noch mal kurz selbst vorstellen könnten, so mit einer Mini-Visitenkarte. Wer sind Sie, woher kommen Sie und was machen Sie vielleicht jetzt? Ich komme aus Burg bei Magdeburg, Jahrgang 67. Bin 1987 nach Berlin gekommen zum DDR-Fernsehen als Volontär. Habe 1988 angefangen zu studieren an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg bis 1991 und dann mit ein bisschen Glück und Talent wurde ich Produktionsassistent beim Mitteldeutschen Rundfunk im Bereich Kinder- und Familienprogramm und Ende 1996 zum Herstellungsleiter vom Kinderkanal von ARD und ZDF in Erfurt berufen oder ernannt, dort habe ich bis zum Jahre 2010 gearbeitet. In der Jugend war ich Ruderer, Leistungssport in Magdeburg, was mir ein gewisses, eine gewisse Disziplin verschafft hat, auch schwierige Situationen durchzustehen. Jetzt natürlich die Frage, wie sind diese beiden Lebensläufe zueinander gekommen? Das wird nicht der Geburtsort gewesen sein und das Interesse für den Kika, sondern wann ist es passiert, Petra? Wir kennen uns seit Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, erste Hälfte der 90er Jahre. In der Zeit habe ich für das MDR-Fernsehen unter anderem Talkshows moderiert. Hatte ich vorhin bei der Vorstellung vergessen. Ich habe mein Leben lang auch immer Fernsehen gemacht. Und da tauchte dann unter anderem ein Mensch aus der Produktion immer mal bei den After-Show-Partys auch auf. Und wir haben uns immer gut verstanden. Wir waren nie eng befreundet, wie man so in den Medienbereichen befreundet ist. Also eher so Hallo und nett und ein paar nette Worte gesagt. So haben wir uns kennengelernt und haben uns dann später da getroffen, worum es unter anderem in dem Buch geht, nämlich in der Spielbank Berlin beispielsweise. Weil Sie dort weiterhin Geld einsetzten? Genau, ich war in den Nullerjahren, glaube ich, war das Anfang der 2002, war ich regelmäßiger Gast in der Spielbank, auch hier in Berlin, ja. Mhm. Im Automatensaal. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig, sitzt doch Frau Schwarz dort eines Tages und mit einem geringfügigen Einsatz spielte sie und ja, ich sagte, das unterschied uns heftig. Ja, das ist so. Kann man etwas ironisch vielleicht jetzt im Nachgang sagen, aber ich habe dann einen kleinen Gewinn gehabt und mit dem Gewinn habe ich sie dann etwas unterstützt. Also komm, hier kannst du auch mal ein bisschen größer den Einsatz wählen. Da hat sie sich sehr gefreut und das blieb ihr in Erinnerung.
So ist es. Nun ist ja Spielen an sich erstmal nichts Schlimmes. Wir alle spielen irgendwie. Das Wort Spiel ist ja sozusagen, dass man eine Als-Ob-Realität vortäuscht, dass man etwas durchspielt, dass man was erspielt, dass man auch vielleicht dabei gewinnt oder auch verliert. Ich selbst habe in Las Vegas mal gespielt, als ich da bei einem Medienkongress war. Da konnte man gar nicht dran vorbei an diesen einarmigen Banditen. Die stehen ja schon, wenn man das Flugzeug verlässt, mitten im Weg. Aber ich hatte mir damals ein Limit gesetzt und habe gesagt, wenn ich denn, das waren glaube ich $30, daraus eine Million machen könnte, dann bleibe ich da. Ansonsten fliege ich wieder zurück. Es hat also geklappt mit dem Rückflug. Also insofern kam ich nie wieder in die Verlockung, vielleicht da mehr einzusetzen. Insofern habe ich das Buch mit großem Interesse gelesen. Man hört das immer nur, Spielen macht süchtig. Das ist immer so ein Disclaimer bei Spielewerbung, sogar beim Lotto. Und man hört dann auch mal die eine oder andere Mediendiskussion. Sollte man das nicht grundsätzlich verbieten? Nein, natürlich nicht, weil der Staat dran verdient und so weiter, weil es auch zum Freiheitsgefühl dazu gehört. Aber es ist eben nicht nur ein Spielebuch. Aber dennoch, vielleicht, was war Ihr erster Impuls, überhaupt darüber nachzudenken, gemeinsam mit Petra Schwarz, das mal zu Papier zu bringen, was Ihnen widerfahren ist? Gab es da irgendeine Initialzündung, haben Sie gesagt, damals, als Sie möglicherweise im Gefängnis sehr viel Zeit hatten, darüber nachzudenken, das werde ich mal aufschreiben? Ja, ich habe im Gefängnis ein Buch gelesen eines ebenfalls Betroffenen, Jackpot heißt das, von Alexander Schuller. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich dort gesehen. Und ich habe es wirklich mit einer gewissen Begeisterung aufgesogen, weil er auch an Stellen ins Casino gegangen ist, die ich kenne. Und wie man manchmal auf 0 Uhr Mitternacht zufiebert, weil dann, wenn das Geld alle ist, schaltet die Uhr um und man kann wieder zur Bank gehen und wieder Geld abheben, ja, um weiterzuspielen. Und ich habe das gelesen und habe gesagt, so war auch meine Spielerkarriere. Der Autor hatte insofern das Glück, dass er Haus und Hof privat verspielt hat, aber keine Gelegenheit hatte, fremdes Geld zu nutzen. Und das verhaftete dann so ein Stück weit die Idee oder die Überlegung, ohne dass es schon konkret war, ja, sondern da war es dann so, als wir, also Frau Schwarz und ich uns wieder trafen, Petra und ich uns wieder trafen, dass das nochmal auf den Tisch gekommen ist, dass ich habe da schon mal was gelesen und das waren so die ersten Initialzündungen oder Überlegungen. Ja, also wir trafen uns nicht in der Spielbank, weil Marco Kirchhoff ist dort nicht mehr. Aber wir haben Kontakt wieder bekommen und haben gesagt, Mensch, es wäre doch interessant, das aufzuarbeiten. Auch so ein, vielleicht eine Art therapeutischer Ansatz. Ja. Aber nicht nur, sondern auch zu sagen, guck mal, so kann es passieren. Und warum passiert es so? Und was kann man dagegen tun? Also ich darf ergänzen, mir hat das noch einmal sehr geholfen. Ich hatte eine Therapie, aber insbesondere die Spielerwochenenden, die ich dort im Buch beschreibe, da haben wir versucht, dass den Leser da auch ein Stück weit mitzunehmen, was da passiert mit einem, wie es mir dabei geht, auch psychisch, physisch, ja, was da stattfindet. Und da war die Sucht schon sehr, sehr ausgeprägt. Und als wir das jetzt nochmal aufschrieben, als wir das überarbeiteten, gebe ich durchaus zu, dass ich mich da auch nochmal reinversetzt habe und diese physisch-psychischen Qualen, wenn man so will, auch nochmal durchlebt habe. Nun ist ja Ihr Fall begünstigt worden durch den Umstand, dass Sie beim Mitteldeutschen Rundfunk über Budgets verfügt haben. Als Herstellungsleiter beim Kinderkanal ist Ihnen sehr viel Geld über den Tisch gewandert, in Form von Rechnungen, in Form von auch Aufträgen, die Sie verteilen konnten. Wann ist Ihnen denn zum ersten Mal deutlich geworden, dass das möglicherweise helfen könnte, Ihre Spielsucht, also nicht Ihre Spielsucht, sondern die Chance, etwas zu gewinnen, zu verbessern? Gab es da auch so ein Schlüsselerlebnis, wo Sie sagten, das
wurde mir auch irgendwie ein bisschen leicht gemacht. Es gibt ja eine Menge kluge Menschen, die danach, nach dem Skandal, nachdem ich verhaftet worden bin, darüber gesprochen haben, wie kriminell Marco Kirchhoff war. Das ist auch nicht zu leugnen. Dazu gehört eine gewisse, ich glaube, juristisch heißt das Beschaffungskriminalität, um seine Sucht zu befriedigen. Das ist eine Beschaffungskriminalität. Die war oder kriminelle Energie, sagt man ja auch. Die war ausgeprägt. Mhm. Aber das System, das ich benutzt habe, war ein leichtes. Das muss ich einfach so sagen, im Nachgang. Und es ist so. Können Sie mal vielleicht an einem Beispiel kurz erklären, wie das ablief? Also Sie brauchten Geld, 5.000 Euro für die Spielbank Erfurt. Und dann, was machten Sie dann? Ich habe ein kleines System aufgebaut mit Partnern, mit Produktionspartnern, die außerhalb des Kinderkanals waren, also Auftragsproduzenten. Und ich habe sie beteiligt an den Einnahmen, die durch die Rechnung bezahlt worden sind. In der Regel 50-50, 60-40, also 60% für mich, 40% bleiben beim Produzenten. Also da war ich schon durchaus, ich nenne das im Buch, glaube ich, Risikozuschlag, ja. Und dann habe ich ihnen vorgegeben, wie die Rechnung aufzubauen ist, ja. Welche technischen Dienstleistungen, Schnitt oder eine Kamera ist ausgeliehen. Also vorwiegend über technische Dienstleistungen, weil da das Controlling eher schwieriger war. Die Höhen sind auch immer ausgewählt worden, so dass ich die Möglichkeit hatte, sie selbst maximal mit zwei Leuten zu unterschreiben, ja, damit das schnell angewiesen wird. Das war im Prinzip das eine System, wenn ich. Wurde Ihnen vertraut oder haben Sie getäuscht? Vertraut. Mir wurde vertraut. Das lag ein wenig, und das liegt an meiner Geschichte, dass ich den Kika mit aufgebaut habe als Herstellungsleiter, die Schreibtische hingestellt habe, Mitarbeiter eingestellt habe und es einfach auch so sagen muss, ich in 1997 meinen Traumberuf erfüllt habe, dass ich sage, da wollte ich hin. Ich wollte, um es ein bisschen pathetisch zu sagen, der Vermittler zwischen Kunst und Ökonomie sein auch. Und dann, das hatte ich erfüllt und ich war 97, 98, 99 bis zum Jahr 2000 habe ich überhaupt nie daran gedacht, irgendwie einen Cent zu veruntreuen, sondern war ein ganz starker, mit buchhalterischem Talent buchhalterisches Talent, das Budget zusammenzuhalten und mehr daraus zu machen. Das ging erst später los. Und eine zweite Option, an Geld zu kommen, waren Leistungen, die erbracht worden sind, Produktionen, aber wo ich halt bestimmte Kalkulationen einfach erhöht habe, wie ich es im Budget verantworten konnte und habe dann daran partizipieren können. Petra, nun liest man ja in dem Buch, dass das nicht nur einfach durch die vertrauensvolle Art von Marco Kirchhoff gelang, sondern auch, weil Leute bewusst weggeschaut haben oder weil sie es toleriert haben, wohl wissend, dass es passiert. War das, was dich dann letzten Endes interessiert hat, an diesem Buch mitzuwirken, mitzuarbeiten und auch mitzurecherchieren? Das auch, um da genauer zu gucken, weil wir beschreiben das ja als System. Marco hat es ja auch schon gesagt. Das ist ja nicht ein Einzeltäter, der da irgendwo herumliegendes Geld irgendwo greifen konnte. Das ging aber das war die Lesart, glaube ich. Ne? Ja, aber es war schon ein System. Ich finde, das sollte man schon ganz eindeutig so sehen. Mich hat aber auch interessiert, wie konnte es dazu kommen? Also der Mensch Marco Kirchhoff, den ich ja so einigermaßen kannte, jetzt nicht so ganz eng, aber ich wusste schon so einiges über ihn. Und übrigens, wir haben auch noch Parallelen in unserer Geschichte. Ich bin genau 10 Jahre jünger,
Quatsch. Ich bin genau 10 Jahre älter als Marco. Das wäre schön, wenn ich 10 Jahre jünger wäre. Ich habe auch eine Leistungssportkarriere hinter mir. Ich weiß, was das heißt, auf Erfolg getrimmt zu sein und zu sagen, ich muss immer gewinnen. Bin sowieso vom Elternhaus her auch so konstruiert oder instruiert worden. Und natürlich mache ich mir Gedanken, ich bin ja Kulturwissenschaftlerin, was passiert bei Menschen unter bestimmten Umständen? Und da war das System im KiKa das eine. Da bin ich aber nicht so firm wie Marco, ganz klar, weil er war dabei. Aber eben auch die ganzen anderen Umstände, die so in der Gesellschaft da sind und die Menschen triggern können, warum sie bestimmte Dinge machen. Und das hat natürlich auch speziell mit bestimmten individuellen Gegebenheiten einer Person zu tun. Also wir schreiben unter anderem auch über Marcos Narzissmus. Also das hat ja auch was mit solchen Menschen zu tun, die dann eben immer das alles gut hinkriegen wollen und weiterkommen wollen und diese Aspekte. Also das hat mich hat der Gesamtmensch Marco interessiert. Und natürlich habe ich auch das Thema Spielen bei mir. Also ich sehe übrigens Spielen nicht nur als eine, wie hast du es am Anfang gesagt, Scheinwelt oder eine... Als Ob-Realität. Ich bin gerade dabei, ein Buch über Kommunikation zu schreiben. Das wird ungefähr heißen, das große Spiel Kommunikation. Also ich sehe das Leben als ein großes Spiel im sehr positiven Sinne. Wir agieren miteinander nach bestimmten Regeln. Also für mich ist nicht nur eine Als-Ob-Realität, sondern für mich ist das eine Herangehensweise überhaupt ans Leben. Und Spielen ist so alt wie die Menschheit. Und was es aber sein kann, und ich muss sagen, ich hatte da auch Phasen, die waren nicht ganz so einfach, wo es dann eben auch darum ging, dass du einfach zu viel Geld dort in diesen Etablissements lässt, das hinzukriegen und wieder einzufangen, das war für mich auch ein interessantes Thema. Aber das Stichwort System ist ja gefallen, dass das begünstigt hat, dass das aus dem Ruder lief. Also Spielen an sich ist ja, wie gesagt, das macht jeder irgendwann mal, ob auf dem Schulhof oder auch später per Lotto oder vielleicht dann am Roulette-Tisch im privaten oder Spielbankmilieu. Das muss ja nicht zwangsläufig zu einer Spielesucht führen, beziehungsweise auch nicht zwangsläufig zu einem kriminellen Handeln führen. Jetzt ist für mich interessant, als jemand, der eine Mediensendung macht, worin besteht denn wirklich das System, das das begünstigt hat? Also, dass man trotz Vier-Augen-Prinzip Scheinrechnung ausstellen kann, das ist inzwischen ja auch verändert worden, glaube ich. Ne? Also in einer Abteilung kann man das nicht mehr. Es gab sogar mal das Sechs-Augen-Prinzip beim Mitteldeutschen Rundfunk, wurde mir zumindest kolportiert. Also was ist genau das System? Wie soll man es beschreiben? Das ist ja der ehemalige Intendant des MDRs, Udo Reiter, hat im Prinzip etwas getan, was der Spiegel mal aufgenommen hat in einem Interview, dass das Controlling-System abgeschafft worden ist. Das fand ich interessant. Und der Fisch, heißt es, stinkt vom Kopf. Und selbst in der Aktualität sieht man es, ja, was den RBB-Skandal anbetrifft. Und aber das sind ja zufällige Ereignisse, dass das parallel gerade jetzt aufpoppt mit der Endfertigung des Buches quasi. Also da darf ich kurz sagen, wir haben im Februar 2022 eine erste Vorvereinbarung mit dem Verlag gehabt. Daran war nicht zu denken. Und Petra hat mich auch gefragt, als das im Sommer 22 dann aufploppte, wie siehst du denn? Und da sage ich, ich war überrascht, aber nicht verwundert. Weil das System Udo Reiter nicht nur ein System MDR ist, sondern ARD? Richtig. Das ist, in meinem Buch mache ich neugierig darauf, wo der Unterschied ist zwischen außerhalb des Tarifs bezahlt und tariflich bezahlt. Und ich habe einfach eine Erfahrung gemacht, dass wenn man außerhalb des Tarifs dort bezahlt wird, mit ganz vielen Vergünstigungen, gibt es eine Art Fürstentum, eine Art, man ist halt Direktor mit allen Privilegien und auch gekoppelt mit einer Hierarchie der Angst.
Das darf man nicht vergessen. Also, wer hat denn mal gegen Reiter was gesagt? Also, sag mal, was ist deine Politik gegen den damaligen Fernsehdirektor Henning Röhl, der ziemlich dicke da war und seine Geschäfte gemacht hat, der Geschäftsführer von verschiedenen Tochterfirmen auch war? Das war das System damals, ähnlich heute noch. Und Mitarbeiter, die wie ich war nicht außerhalb des Tarifs bezahlt, ich war innerhalb des Tarifs bezahlt, habe den Kinderkanal in Erfurt aufgebaut und habe Kritik geübt an systemischen Entscheidungen. Und wenn wir einmal tiefer gehen dürfen, Herr Wagner, eine systemische Entscheidung war, wir machen alles im Outsourcing-Bereich. Der Kika hat quasi keine eigene Technik. Mhm. Kein Studio, keine Kamera, kein Kameramann, nix. Sie haben anzumieten. Das ist variabler und flexibler. Und ich saß da als Herstellungsleiter in Erfurt, einer Nicht-Medienstadt, seit der Landesfunkhaus, und habe gesagt, ja, wo sind aber dann die Unternehmen, die ich in den Wettbewerb stellen kann, um den preisgünstigen, für das Programm preisgünstigen Kameramann oder das Studio anzumieten? Das gab es nicht. Sonst gab es eine Tochterfirma des MDRs und ich war verpflichtet, es zu nehmen. Und da sehen Sie schon, das ist so ein Stück systemisch, dass Sie sagen, linke, ich sag mal linke Tasche, rechte Tasche. Und der Kika als Gemeinschaftsanrichtung von ARD und ZDF war verpflichtet, sämtliche dort anfallenden direkten Kosten auch zu bezahlen. Und in meiner Anfangszeit, ich war sehr jung als Herstellungsleiter, habe ich Kritik geübt an diesem System, dass man darüber nachdenkt. Es kann doch nicht sein, dass uns nicht mal eine Sendeleitung gehört. Ja, das Herzstück eines jeden TV- und Radiosenders, die Sendeleitung, sondern dass wir das anmieten müssen und sind auf Gedeih und Verderb da ausgeliefert. Was investieren die? Ich muss es zahlen. Also ich, heißt der Kika, muss es zahlen. Ich unterschreibe die Rechnung. Und zwar über das ganze Jahr und nicht nur, wenn er die Produktion gemacht hat. Ja, ein Studio hat man eben, ja, wenn du geh rein, geh nicht rein, du musst es trotzdem bezahlen. Ja. Und diese, das war sehr anstrengend. Ja, und ich habe in meinem Buch, schreibe ich an einer Stelle mal in dem Kapitel Siegfried und Roy, wo ich das erste Mal in Las Vegas war. Das war eine Dienstreise, von Gebühren bezahlt. Und ich habe später erst verstanden, warum man mich nach Vegas eingeladen hat, um mich ein wenig eigentlich um mundtot zu machen, ja, und sagen, halt jetzt die Klappe, guck mal, du bist jetzt mal in Vegas, du gehörst jetzt mal zu den Großen, du spielst mal mit. Und ich war 30 und das hat was mit mir gemacht, das hat mich ein Stück weit verführt. Ich sag noch nicht, dass ich anfällig war, für nächtelang am Automaten zu sitzen, hatte auch noch nicht das Geld dazu. Aber das hat was gemacht mit mir. Und das ist ein Stück weit auch systemisch gewesen, in eine Verantwortung zu kommen, die wahrnehmen zu wollen, aber am Ende doch gesagt zu bekommen, nicht AT, keine Gestaltungsmacht, keine Gestaltungsmöglichkeit, die anderen sagen mal, und du machst es da ganz gut vor Ort und das war's. Und vielleicht überzeugt das nicht, aber so habe ich das erlebt. An dem Punkt, da wurden Tochterfirmen gegründet, Enkelfirmen gegründet, wo ich mich frage, wo bleibt der Wettbewerb im Markt für freie Produzenten, wenn es immer wieder größere Töchtergesellschaften in der ARD gibt, die die Produktion übernehmen. Und Punkt erstmal. Aber das reicht mir erstmal nicht, insofern das als System gelten zu lassen, weil sie sind ja als Einzeltäter verurteilt worden. Man müsste doch sagen, da hätten viel mehr ihre Verantwortung wenigstens spüren müssen, die sie hatten. In ihrem Buch kommt, ich glaube, 14 Mal der Name Frank Beckmann vor, der damals der Kika-Chef war und jetzt beim Norddeutschen Rundfunk ist. Es gab damals eine Vergleichszahlung wegen eines Festes, das sie auch in dem Buch beschreiben. Da hatte er privat Abschied genommen vom Mitteldeutschen Rundfunk und die Rechnung quasi ihnen zugeschoben. Das ist korrigiert worden juristisch. Aber dennoch, wieso gibt es so wenig, die in diesem System dann letzten Endes gut bezahlt Verantwortung tragen für das, was sie erlebt haben und was offenbar auch andere erlebt haben? Denn Petra, du hast ja nebenbei während der Haft auch
glaube ich, recherchiert zu bestimmten... Nee, in der Zeit noch nicht. In der Zeit noch nicht. Nee, danach. Naja, du stellst die Frage, genau genommen müsstest du sie übergeordneten Organen stellen, die bei öffentlich-rechtlichen Anstalten die Verantwortung tragen. Also, aber das Buch darf ja veröffentlicht werden, oder? Ja. Da sind ja Behauptungen drin, zumindest die belegbar sind. Zumindest ist es jetzt erstmal da. Ja, schauen wir mal. Also, ich habe Gespräche geführt mit einem, dem engsten Freund von Marco aus der damaligen Zeit, der inzwischen leider auch verstorben ist. Der hatte eine Agentur und die war mit im Geflecht. Also könnte man ja auch System mit bezeichnen. Zwar jetzt nicht das, doch letztlich auch das System der ARD. Der hat diese großen Feste unter anderem organisiert. Mit dem habe ich ein langes Gespräch geführt. Aber auch wieder in dem Sinne, erstens, wie hat das funktioniert für ihn als Agentur? Er hat sinngemäß sagt, er kreativ die Gelder verwaltet, die unter anderem auch durch Markus Anweisungen dann zu ihm gekommen sind. Aber ich habe auch wieder mich interessiert, wie sieht sein engster Freund Roland diesen Mann, der so als der Alleintäter in der Öffentlichkeit dasteht, denn ihr hattet ja wirklich ein sehr, sehr enges Verhältnis davor, während der Knastzeit auch. Insbesondere damals die Frau von Roland, aber auch danach. Und ich habe auch mit der Seelsorgerin beispielsweise ein Interview geführt, weil mich das auch interessiert hat, wie hat sie das gesehen? Wie beobachtet sie so einen Menschen, der in der Öffentlichkeit der Verbrecher ist? Und mit der Suchtbeauftragten, zu der Marco im letzten Jahr deiner Gefängniszeit öfter gefahren ist. Richtig, also es war eine Auflage, ne? Oder nee, du wolltest das, ne? Beides, ja. Genau. Du wolltest es, und zwar auch eine Auflage, regelmäßig in Erfurt dann zu sein und diese Beratung in Anspruch zu nehmen. Auch das war wieder interessant für mich. Das stimmt. Darf ich noch einmal ganz kurz zurück auf das Systemische, um einmal ein anderes Beispiel zu nennen, was Sie auch verfolgt haben, weil es jetzt auch so aktuell war, Udo Voth. Ja? Udo Voth war Unterhaltungschef des Mitteldeutschen Rundfunks. Er war erfolgreich. Er war als Unterhaltungschef des MDRs in der ARD wahnsinnig erfolgreich mit seinen Volksmusiksendungen, mit Florian Silbereisen und genau. Co. Und hat da groß gemacht, man hat ihm das zugesprochen. Und damit kriegt er ein Statement in der ARD und ein Freibrief auch innerhalb der Strukturen des MDRs. Ja, der Fernsehdirektor war froh, was der Udo Voth reinholt, sagt, mach mal, etc. Und der Intendant auch. Und auch das erfinde ich jetzt nicht. Es gab eine Dokumentation, eine wirklich gute Dokumentation im MDR über das System Voth, nennen sie es. Das System Voth. Und schließlich hat der Intendant und der Fernsehdirektor dafür Sorge getragen, dass die Außenstände, die Voth verursacht hat, bei den Produzenten bezahlt werden, damit der Deckel drauf ist. Und erst als es die neue Intendantin gab, hat sie gesagt, Moment mal, was ist denn hier los? Das geht nicht so, und hat dann den Udo Voth suspendiert. Das ist das Systemische, vom Kopf her stinkt der Fisch, ja, weil der Erfolg da war und dann hat man diese, das stimmt so nicht, wie ich es jetzt sage, aber dann, das war dann eben eine Petitesse, das organisieren wir jetzt mal weg, ja, weil Udo ist ja unser bester Mann, ja, und dann haben wir ihn nicht fallen lassen an dem Punkt, wiederhole mich jetzt, dass der Beleg, dass man sagt, die Gestaltungsmacht, die man hat, wenn man in einem Bereich ist, wo man große Budgets zur Verfügung hat, wo man große Politik machen möchte, großes Programm machen möchte, wo es Eitelkeiten gibt, in den Medien sowieso, verführt dann. Und es gibt kein wirkliches Controlling-System, das sagt, meinetwegen auch Rundfunkrat oder Verwaltungsrat, das sagt, Moment mal, wie verantwortlich bist du hier? Nein, wir sind ein guter Sender, wir stehen gut da an der Quote. Wobei das Verrückte ist, ja, ich weiß nicht, Jörg, wie du das siehst, du bist ja bei den Medienthemen sehr nah dran. Ich war ja als Moderatorin bei Inforadio quasi über alles redend später, aber eben zum Beispiel auch in den Nullerjahren eine Zeit lang beim Mitteldeutschen Rundfunk Redaktionsleiterin von Riverboat, von der Talkshow, und habe zwei Zimmertüren neben Udo Voth gesessen.
jede zweite Woche. Ich war dort nicht festangestellt, sondern so, wie wir so nur zeitweise beschäftigt sind. Ich habe davon nichts mitgekriegt. Nichts, aber auch gar nichts. Obwohl ich da in einer Art, ja doch Führungsposition, jedenfalls für die eine Sendung und auch öfter mit ihm gesprochen habe. Es ist ja verrückt, dass man als Macherin, als Journalistin in den Zusammenhängen, ich zumindest kann das für mich sagen, nichts mitgekriegt habe. Aber jetzt geht's ja quasi in eurem Buch darum, auch Leute mit Klarnamen zu nennen und nicht nur mit Abkürzung oder mit Beschreibung, dass man es nur ahnen kann, die im System MDR es möglich gemacht haben, betrügerisch Geld beiseite zu nehmen. Aber, so habe ich das auch verstanden, die selber auf ähnliche Art und Weise versucht haben, sich Vorteile zu verschaffen. Ist das richtig von mir zusammengefasst? Also wir klagen niemanden an, so würde ich mal das, sagen. Das tut mir Das ja. ist nicht unser Bier. Das ist auch das kein Rachebuch? Überhaupt nicht. Keinerlei Rachebuch. Es werden auch in dem Sinne jetzt nicht irgendwelche super News verkündet. Das wird wirklich beschrieben im Sinne von, wie war das Gefüge damals? Was hat ihm das Ganze ermöglicht, was er getan hat? Das machen wir nicht. Aber wir haben uns für die, wie du sagst, Klarnamen entschieden, jetzt im Zuge des Skandals um den RBB, weil die ARD, einzelne Anstalten, aber die ARD an sich und auch das ZDF haben sich doch Transparenz auf die Fahnen geschrieben. Und das wäre doch jetzt eigenartig, wenn man da einen Herrn B. oder sowas benennen würde. Und das haben wir in Absprache mit dem Verlag jetzt dann so gemacht, dass natürlich die Namen genannt werden können. Es ist ja auch nichts, was nicht bekannt ist. Es wird eingeordnet aus Sicht eines Mannes, der Täter war. Ich fand da schon sehr viel Neues dabei. Okay. Das muss ich schon sagen. Es gab natürlich ahnungsvolle Intentionen, dass man, gerade beim Lesen der Lektüre, fühlte man sich jetzt auch bestätigt, also ich in dem Fall. Mhm. Und das war aber vorher alles nur so vom Hörensagen. Und jetzt steht es da schwarz auf weiß und kann ja auch belegt werden, nehme ich an. Das ist ja zumindest dann auch eidesstattlich alles abgesichert. Da würde auch wahrscheinlich ein Buchverlag trotz der guten PR, die man dann hätte, wenn man Fehler nachgewiesen bekäme, dennoch sauer sein, wenn man dann schwärzen müsste. Davon gehe ich aus. Das stimmt. Und möchte ergänzen, ich war seit 1992 bis 2010 eben Angestellter des Mitteldeutschen Rundfunks. Es ist ein Teil meines Arbeitslebens, aber auch meines privaten Lebens. Ich habe das gern gemacht, ja. Und natürlich kann ich es nicht, sagen wir mal, unerwähnt lassen, wie ich mich da entwickelt habe. Und ich versuche es ja auch in bestimmten Abschnitten zu beschreiben, mit welchem Enthusiasmus ich angefangen habe in Gera und dann nach Leipzig gekommen bin. Aber es ist kein Kieker-Enthüllungsbuch, sondern es ist tatsächlich eine Autobiografie, ja, das ist zu es. Der natürlich die Ursachenforschung dazugehört, warum ist man in diese schiefe Bahn gelangt mit der kriminellen Beschaffung von Geld für die Spielsucht. Mhm. Und es gab, Sie haben vorhin, was war so ein bisschen der Anlass oder was gab es, wo war der Sündenfall, ja. Und eine Produktion ist eingestellt worden oder zu jemand, einem anderen Produzenten hat eine Produktion übernommen im Kika. Und ich fand, dass der die Produktion verloren hat, dass das nicht gerecht ist, sozusagen, ja. Weil Wert von 800.000 Euro zu verlieren, ist für jedes mittelständische Unternehmen schwer in der Medienbranche. Und da gab es den, wie formuliere ich das, Petra, den sozusagen den sozialverträglichen Auftrag, finde doch mal was, wie da noch ein bisschen Geld hinkommen kann, etc. Na, du solltest wieder mal zaubern. Ja. Er war der Zauberer. Sie sprachen von Kreativität, Umgang, da hatte ich ein gewisses Talent für. Ich war nie ein guter Buchhalter vielleicht, aber ich hatte so gutes Gefühl für Prognosen. Und da habe ich nur gesagt, Gott, was mache ich da, dass da nicht Null steht, dass sie ein Stück weit noch Umsatz haben. Ich habe mich tierisch drüber aufgeregt, dass die das einfach ohne meine, da war ich dann schon ein bisschen auch machtbewusster, wie so entscheidet ihr die Wegnahme dieser Produktion, ohne dass ich zumindest mal involviert war. Aber aus dieser Geschichte ist der Sündenfall entstanden, wie ich es im Buch benenne, dass ich noch
wirtschaftlich mit meinen eigenen Mitteln gespielt habe, aber jeden Ende des Monats immer schon an der Grenze war. Und jetzt kommt, jetzt triggert das Spiel, dass ich Lust hätte, mal ohne Limit zu spielen. Ich wollte einfach mehr investieren in das Spiel, am Automaten, und das konnte man damals noch mit ganz hohen Summen spielen. Das Risiko ist natürlich, verlierst du viel und schnell, aber wenn es dann mal, dann geht's auch hoch. Und das wollte ich, das war mein Kick, das war die Obsession dabei. Und in dem partnerschaftlichen Umgang mit dem Produzenten, der die Produktion verloren hat, gab es dann so einen Halbsatz. Es ist manchmal nur, es ist ein kleiner Halbsatz. Mensch, wenn du noch was machen könntest für uns, das soll auch dein Nachteil nicht sein. Und dann weiß man, wie es ausgegangen ist. Und da war der erste Euro, der erste illegale Euro, der nicht auffiel. Ich sage, ich war ja auch vorsichtig im Sinne, oder ich war auch systemtreu, dass ich sage, nein, die werden das schon, das kann ich nicht machen. Ja, das wird auffallen, das wird auffallen. Und dann gab es die nächste Rechnung, das wird auffallen, das wird auffallen. Und das meinte ich mit etwas zu leicht, es fiel einfach nicht auf. Sicherlich, weil ich es geschickt gemacht habe, aber weil man mir auch vertraut hat, aber weil die das angewiesen haben, auch gar nicht nachgefragt haben. Mussten sie auch nicht. Offensichtlich haben sie gesagt, okay, das ist das Budget und wenn ihr nicht überzieht, ist alles in Ordnung. Nun wird ja nicht jeder unter diesen Bedingungen kriminell. Sie sind ja verurteilt worden dafür. Aber dieses Buch soll ja, wie ich eingangs ja hörte von Ihnen, mehr als nur ein therapeutischer Schritt sein, sondern auch, um zu zeigen, guckt mal da genauer hin, da sind möglicherweise auch noch im System ARD Dinge, die noch nicht abgeschafft sind. Was ist denn tatsächlich Ihre Erwartung an die Leserschaft, die jetzt Ihr Buch liest? Was sollen die machen damit? Einfach nur interessiert zur Kenntnis nehmen oder erwarten sich tatsächlich, dass ihr Buch auch Anlass wird, dass vielleicht in der AD die Compliance-Regeln noch verstärkter angewandt werden? Oder was ist die Absicht? Das erwarte ich nicht. Das erwarte ich nicht. Ich vermute eher, dass es möglicherweise zu ein, zwei Überlegungen von mir in dem Buch auch noch Protest geben wird seitens von ARD. ZDF weiß ich nicht, aber zumindest von der ARD und von meinem ehemaligen Arbeitgeber. Das ist jetzt spekulativ, ja, dass es das geben könnte. Oder vielleicht, wenn die eine oder andere Persönlichkeit sich angesprochen fühlt, sagt, Moment mal, was erzählt denn der da? Das wird man abwarten müssen. Nein, wissen Sie, wenn ich das so sagen darf, als ich damals verhaftet worden bin und dann verurteilt worden bin, meinen Prozess durchlief, gab es ganz viele Menschen, die Verantwortung im System beim MDR getragen haben, die alle ihr Statement abgegeben haben. Und oftmals, das ist der Einzelkriminelle. Und ich hatte nie die Chance zu erzählen, wie es mir ergangen ist, warum das dazu geführt hat, was ist passiert, woher komme ich, ja. Und ich wollte da einfach den interessierten Leser ein Stück mitnehmen, um die Möglichkeit zu geben, macht euch mal ein eigenes Bild, wenn ich aus meiner Sicht die Geschichte erzähle. Oder ist es vielleicht, dass Sie die Deutungshoheit übernehmen wollen für sich selbst? Da kann ich nicht Nein sagen. Bevor ich Sie frage, wie es Ihnen heute geht, vielleicht noch einen Sprung zurück zu Ihrem Buchtitel. Sie erwähnen das ganz genau, also die Antwort auf diese Frage, ich will das jetzt nicht spoilern, aber wo ist das Geld nur geblieben? Das ist ja eine teilweise dann auch nicht nur metaphorische oder allgemeine Frage, sondern Sie haben es ja ganz konkret beschrieben. Dennoch als Beitragszahler heute und damals als Gebührenzahler frage ich mich natürlich schon, das waren ja Millionen, mussten Sie Ersatzleistungen anbieten? Werden sie heute noch gepfändet? Gibt es da noch Rechnungen offen, die der Mitteldeutsche Rundfunk geltend macht?
zum Beispiel auch, was durchaus denkbar ist, dass das Buch, was jetzt auf dem Markt ist, dass die Erlöse zum MDR fließen quasi? Es gibt eine Vereinbarung mit dem MDR, wo ich Geld nach wie vor zurückzahle. Es bleibt ein gewisses Existenzminimum. Es könnte durchaus sein, dass wenn es Einnahmen gibt aus diesem Buch, dass die ich nutzen werde, selbstverständlich, um so schnell wie möglich meine Schuld beim MDR zurückzuzahlen. Ja. Und vielleicht ist das, nicht nur vielleicht, das war auch eine Motivation zu sagen, wenn es Leser interessiert und es gibt einen Umsatz, ist das nicht, um mein Leben schicker zu machen, sondern ich würde es nehmen und es dem MDR auch geben, damit ich so schnell wie möglich meine finanzielle Schuld abbauen kann.